Einen wunderschönen guten Tag zu Runde Nummer 13 auf meinem Trip. Ich bin immer noch in Tarifa, schon seit über einer Woche mittlerweile, weil es einfach total entspannt und super, super cool hier ist. Wobei mittlerweile ist hier relativ viel los. Letzte Woche habe ich hier noch komplett alleine gestanden. Jetzt ist hier schon relativ voll. Ich stehe hier hinten in der Ecke, ganz, ganz gemütlich. Mit schönem Blick aufs Wasser, also ganz entspannt. Ja, was passiert diese Woche? Ich bin ehrlich gesagt noch etwas unschlüssig. Es ist ja Anfang der Woche, das heißt, ich weiß noch nicht, was passiert. Ich habe ein bisschen was geplant. Das Highlight sicherlich ein Festival hier in der Nähe von Cadiz, wo Lauryn Hill spielt, wo Cypress Hill spielt. Gentleman aus Deutschland, den habe ich ja schon irgendwie x-mal gesehen, zuletzt aber schon 4-5 Jahre her. Da habe ich Bock drauf, das wird mit Sicherheit geil. Mit 32 Jahren mal wieder auf einem Festival. Ich war zuletzt, glaube ich, mit 19, 20 auf einem und habe die letzten Jahre immer mal gesagt, oh, ich hätte mal wieder richtig, richtig Lust, irgendwie 3 Tage irgendwo zu stehen, warmes Dosenbier zu trinken und jeden Tag zu grillen. Hier mache ich es jetzt. Ich grill zwar hier auch fast jeden Tag mittlerweile, aber ja, Festival ist ja doch eine ganz besondere Atmosphäre, eine besondere Stimmung. Das wird hoffentlich cool, wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich habe noch kein Ticket. Das muss ich irgendwie morgen mal buchen. Ansonsten werde ich von hier noch 1-2 kleine Ausflüge machen in die Region hier, nachdem ich ja letzte Woche echt komplett hier in Tarifa gesessen habe. Jetzt wird es aber wieder Zeit, jetzt bin ich wieder motiviert und mir kribbelt schon irgendwie in den Fingern, dass ich auf jeden Fall mal wieder los muss. Deswegen geht es diese Woche auf jeden Fall los. Ja, was soll ich sagen? Es ist nach wie vor unfassbar cool, gerade hier in Tarifa. Es ist echt so entspannt, so coole Leute, die ich hier kennengelernt habe aus Deutschland, aus Frankreich, natürlich Spanier. Echt eine richtig coole Atmosphäre hier, etwas außerhalb, auf der sogenannten Schweinewiese, wo ich hier stehe. Wurde irgendwann mal von Deutschen und Franzosen wohl entdeckt, dieser Kitespot hier. Und ja, deswegen sind auch viele Deutsche und Franzosen hier. Richtig, richtig coole Ecke, macht echt viel Spaß. Jeden Abend dieser Sonnenuntergang hier hinten. Da hinten ist eine große Sanddüne, da wollte ich eigentlich die ganze Zeit schon mal hoch, habe es aber noch nicht geschafft, weil ich irgendwie immer hier vorne am Strand versinke. Ja, auf jeden Fall wird es eine richtig coole Woche, eine spannende Woche, bleibt auf jeden Fall dran und ich gehe jetzt erstmal eine Kleinigkeit essen. Nicht an, aber das ist abends die absolute Partymeile hier, genannt Square, mit zig Bars und so ab 12 unfassbar voll. Hier vorne an der Ecke die legendäre Surfbar, da habe ich jetzt auch schon 2-3 Abende verbracht. Cooler Laden, coole Leute. Also das Partyherz von Tarifa schlägt hier. Taco Way, da gibt es immer Cocktails zur Happy Hour. Ja, jetzt nicht besonders spektakulär, aber abends geht es hier ordentlich zur Sache. Und mal wieder ein fettes Barbecue, heute mit ganz vielen Menschen hier aus Frankreich, Deutschland, Schweiz, glaube ich. Heute mit 3 Grills. Das sieht hier alles sehr professionell aus. Hier hinten eine riesige Tafel. Cool, cool, cool. Genau so soll das sein. Guten Morgen, wir haben ungefähr 8.30 Uhr und hier ist noch eine wunderbare Ruhe.
Ich bin jetzt auf dem Weg in die Werkstatt, das hatte ich ja letzte Woche schon kurz angekündigt, wegen meiner Achsmanschette, die wird jetzt neu gemacht. Ich habe am Montag einen Termin gemacht und jetzt muss ich ausnahmsweise mal so früh raus, was mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer fällt, aber die Ruhe hier ist wunderschön. So, wir haben 12:30 Uhr. Um 12 Uhr sollte ich hier zurück sein. Bus steht schon drauf. Jetzt habe ich mich gewundert, warum er vorne links arbeitet und nicht hinten rechts, wo eigentlich die Manschette kaputt war. Es hat sich herausgestellt, dass beide locker waren. Jetzt bin ich mal gespannt, was hierbei rauskommt. Okay, I'm back on track. Ich habe meinen Bus zurück. Er hat es geschafft. Der erste Werkstattbesuch im Ausland. Aber leider hat es jetzt viel länger gedauert. Ich hatte eigentlich geplant, so um 12 spätestens da weg zu sein. Jetzt haben wir es 5:10. Das heißt, aus meinem Ausflug heute ist schon wieder nichts geworden. Die letzte Woche habe ich nur gegammelt. Jetzt wollte ich los und jetzt ging es nicht mehr. Schade, schade. Morgen geht schon aufs Festival. Aber ja, so ist das. Kann man nichts machen. Ich habe aber einiges geschafft heute. Ihr habt es mitbekommen die Woche. Ich komme zurück nach Deutschland, um wieder bei meinem alten Arbeitgeber als Freelancer zu arbeiten. Und ich mache schon ein bisschen Vorbereitung von hier aus. Das heißt, ich habe den ganzen Tag in 2 Cafés gesessen und von dort gearbeitet. Ziemlich gutes Gefühl, mal wieder was Produktives zu machen. Und ein bisschen Hirnschmalz in so 2-3 Sachen reinzugeben. War also cool. Guter Start ins neue Projekt. Jetzt geht es nochmal an den Strand und heute Abend gehe ich nochmal nach Tarifa. Das ist mein letzter Abend hier. Gehe ich nochmal richtig lecker was essen und dann geht es morgen in Richtung Cadiz auf mein erstes Festival nach, glaube ich, 13 Jahren und ich freue mich tierisch. Bye bye Tarifa, meine letzten Minuten hier. Strand, es ist 8:30 Uhr, jetzt geht's los aufs Festival, das wird geil, aber Tarifa habe ich echt ins Herz geschlossen und ich werde definitiv zurückkommen. Die Pläne stehen schon, mal schauen, ob ich so umsetze. Yeah, I got my ticket für das Festival und jetzt muss ich noch irgendwie auf den Caravanplatz kommen. Hier spricht aber kein Mensch Englisch und ich irre jetzt schon seit einer Stunde hier rum und stehe jetzt auf einem normalen Parkplatz. Das ist aber nicht so cool, weil es ist ja Festival, da will man nicht auf einem normalen Parkplatz stehen, wobei es da wahrscheinlich ruhiger wäre heute Nacht, aber ich will auf jeden Fall auf den Caravanplatz, aber ich habe bisher noch nicht herausgefunden, wie ich da drauf komme. Okay, heute Abend eine kleine Competition with my Dutch friends. Wir haben hier einen schönen Weber-Grill. Ja? Und gutes Fleisch. Ist natürlich ein bisschen schneller als ich, ja? Da machen sie sich jetzt schon seit einer halben Stunde drüber lustig. But my barbecue is the real barbecue, you know? So, ja? Ein gut Ding will Weile haben. No meat jetzt. Deswegen, gleich kommt der gute Fisch. Die Jungs haben keine Ahnung. Die haben keine Ahnung. Okay. Bei der Geschwindigkeit haben die Holländer hier gewonnen. Aber die hatten einen Gasgrill. Das ist unfair. Aber das geilere Essen habe natürlich ich. Ein paar Garnelen, eben schon einen Fisch gehabt. So.
Scheiße! Okay, der letzte Festivalabend auf dem Alrumba Festival. Hier geht's ganz heiß her. Heute mit Cypress Hill und Gentleman. Wird geil, wird eine geile Nacht. Zusammen mit meinen beiden holländischen Freunden, Joost und Tim. Yeah, here we go. Fiesta, 5 Uhr, es reicht für heute. Game over, finito. Schade, Deutschland, alles ist vorbei. Guten Morgen, das war das Alrumbo Festival. Game over, richtig geile 3 Tage gehabt, war richtig, richtig cool. Coole Leute kennengelernt, hier drüben die Holländer und hier drüben die Spanier, die sind mittlerweile schon weg. Ansonsten, mein Bus sieht jetzt aus wie Sau. Mega dreckig, weil es ja total staubig ist, überall. Das heißt, der muss jetzt endlich mal gewaschen werden. Meine Klamotten übrigens auch wieder. Und ja, für mich geht's weiter. Geile 3 Tage gehabt, so soll das sein.